Ich werde jetzt versuchen, das kurz und sozusagen nicht überfordernd zu machen, weil wir haben ja alle schon Hunger. Ich habe es ja natürlich auch schwer, weil Sie wissen ja, wie das ist, Gesellschaftskritik hat ja oft so etwas Deprimierendes. Ne? Man hört sozusagen stundenlang über die Schlechtigkeiten des Kapitalismus, also sozusagen von der, sozusagen wie er in uns hineinwächst und wir alle zu neoliberalen Individuen umprogrammiert werden und gleichzeitig sozusagen die globale, imperiale Lebensweise, in der wir auch verstrickt sind. Und all das ist wahr und je mehr man davon hört, wird man natürlich immer verzagter und denkt sich, das kriegen wir also wie soll man das loskriegen? Ne? Wie soll man das loskriegen? Es lohnt sich ja eigentlich überhaupt nicht damit zu beginnen. Das zweite Problem ist natürlich, Prognosen sind immer schwer, insbesondere dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Weil sie halt meistens sich dann halt als falsch herausstellen. Und drittens habe ich wahrscheinlich nicht ganz die alleinige Aufgabe, weil das war ja jetzt schon im letzten Vortrag angeklungen, nämlich sozusagen ihr Bedürfnis nach der Frage, ja, wo bleibt endlich das Positive zu stillen. Da haben wir jetzt schon sehr, sehr positive Ausblicke gesehen und an die versuche ich vielleicht auch ein wenig anzuknüpfen. Was wir natürlich auch wissen ist, es reicht nicht, dass wir den Kapitalismus irgendwie geschissen finden. Solange er funktioniert und solange er als Maschine so funktioniert, dass er ausreichend viele Menschen oder insbesondere die von ihm profitierenden Eliten nicht nur befriedigt, sondern dass die Maschine auch reibungslos läuft, agiert man natürlich von einer anderen Perspektive aus, wenn man das eine oder andere, das er anrichtet, kritisiert, als wenn eigentlich die Maschine selbst in Stocken geraten ist. Die zweite Prämisse, von der ich ausgehen würde wollen, ist, dass es natürlich auch überhaupt nichts nützt, sich sozusagen irgendeine Idealgesellschaft auszudenken. Ja? Zu sagen, ja, wir wollen es so haben und das malt man sich dann aus, wie der Architekt sich sozusagen das Haus mit 727 Stockwerken ausmalen und es dann sozusagen versucht aufzubauen. Das funktioniert in der Architektur vielleicht noch, also manchmal fallen die Häuser dann auch um, aber so funktioniert natürlich Architektur, aber Gesellschaften funktionieren natürlich nicht so. Ja? Also noch nie hat sich sozusagen irgendein weiser Philosoph eine Gesellschaft ausgedacht, dann hat er sie sozusagen aufgeschrieben und konstruiert und dann haben die Menschen daran begonnen, sozusagen quasi den Plan des Architekten folgend und ohne jedes weitere Zutun, als sozusagen genau seinen Vorgaben zu folgen, eine Gesellschaft zu entwickeln. So funktionieren Gesellschaften nicht. Wenn man sich so etwas ausmalt, das kann schon gut schön funktionieren, aber das hat natürlich, wie wir alle wissen, ein bisschen sozusagen diese Anmutung von Wolkenkuckucksheim, ist eine schöne Idee, aber es wird halt nichts draus werden. Deswegen halte ich es da eher für mit Marx, der irgendwann mal gesagt hat, ich habe das jetzt nicht vollkommen im Kopf, der Kommunismus, wie er ihn sich vorstellt, ist nicht etwas, was man sich sozusagen ausdenkt, sondern es ist die wirkliche Bewegung, die sozusagen von dem ausgeht und von den Tendenzen, die man heute schon in Gesellschaften sieht. Und dann, das wäre sozusagen der eine Block dessen, was ich sagen würde wollen, nämlich das, wo stehen wir überhaupt? Wie funktioniert dieser zeitgenössische Kapitalismus, insbesondere in den von der globalen kapitalistischen Produktion einbezogenen zentralen Orten dieses Kapitalismus. Also das ist natürlich einerseits USA, andererseits Europa, die entwickelten kapitalistischen Staaten, die sogenannten BRIC-Staaten und natürlich auch diejenigen, die als sozusagen verlängerte Werkbank oder was auch immer einbezogen sind. Und da müssen wir natürlich feststellen, es ist nicht nur so, dass wir oder manche von uns vielleicht den Kapitalismus irgendwie nicht schön finden, sondern er funktioniert ja tatsächlich auch nicht mehr so, wie er einmal funktioniert hat. Wir haben erlebt im Jahr 2008 diese große Finanzkrise und seither hat uns die Krisenhaftigkeit dieses Systems überhaupt nicht mehr verlassen. Aber wenn man sich einbildet, und das ist natürlich ein bisschen der Fluchtpunkt des Narrativs und der Debatte, wenn man sich einbildet, dass die Krise damit begonnen hat, dann ist das natürlich irgendwie, ich sage es jetzt salopp, ein Blödsinn.
die Krise selbst, dieser beinahe Zusammenbruch, das war es nämlich tatsächlich, weil wenn man sozusagen, das globale Finanzsystem war sozusagen einen Wimpernschlag davon entfernt, sich sozusagen zu kollabieren in einem großen Dominoeffekt. Dieser beinahe Zusammenbruch war natürlich selbst Ausdruck einer krisenhaften Entwicklung, die wir, wenn man sich es genau anschaut, innerhalb der letzten 20, 30 Jahre, vielleicht sogar 40 Jahren innerhalb des Kapitalismus feststellen können und die sich sozusagen mehr und mehr aufgebaut hat. Ich bringe jetzt nur ein paar Indizien, die wir seit mehreren Jahrzehnten verfolgen. Wir haben seit Jahrzehnten ein niedriges Wachstum, und zwar niedriges Wachstum verglichen mit den Wachstumsraten in den Jahrzehnten davor. Und jetzt kann man sagen, wir brauchen ja kein Wachstum, vielleicht brauchen wir kein Wachstum, aber ein Kapitalismus ohne Wachstum ist meiner Meinung nach nicht vorstellbar. Das hat auch etwas damit zu tun, wie sich sozusagen kapitalistische Investitionen und die Bedeutung des Investmentkredits im Rahmen dieses Wirtschaftssystems darstellen. Das heißt, Kapitalismus ohne Wachstum heißt in Wirklichkeit Pleitewellen, ja? Und zwar welche, die wir uns nicht gerne vorstellen würden. Wir haben niedriges Wachstum, wir haben einen hohen Grad an Verschuldung aller Wirtschaftssubjekte. Wenn man von Verschuldung spricht, redet man meistens so über Staatsverschuldung, aber das ist ja nur ein Wirtschaftssubjekt. Wir haben ja sozusagen eine hohe Verschuldung der privaten Haushalte, beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Wir haben eine hohe Verschuldung sozusagen der privaten Unternehmen, also insbesondere auch innerhalb der Finanzindustrie, die sozusagen sich miteinander verschuldet haben. Das heißt, wenn wir alle Wirtschaftssubjekte zusammennehmen, private Haushalte, Staaten und private Unternehmen, dann haben wir eine Explosion der Kreditaufnahme und in Wirklichkeit ein sehr geringes Wachstum. Und das ist keine Kleinigkeit, weil wie immer man zu dieser Kreditaufnahme steht, jede Mainstream-Ökonomie, aber auch Nicht-Mainstream-Ökonomie würde sofort annehmen, dass eine derartige Befeuerung der ökonomischen Tätigkeit durch eine derartige Kreditexplosion ein astronomisches Wachstum, vielleicht an der falschen Stelle, man würde dann sagen, ist ein Strohfeuer oder was auch immer, aber ein astronomisches Wachstum würde es auf jeden Fall produzieren, hat es aber nicht mehr produziert in den letzten 20, 30 Jahren, sondern Mini-Wachstumsraten, die tatsächlich dann nicht mehr ausreichen, die aufgebauten Schulden zurückzubezahlen. Damit verbunden ist ein Wachstum der dramatischen Ungleichheiten, ja, von dramatischen Ungleichheiten sowohl bei Einkommen als auch bei Vermögen und bei Gehalts- und Lohneinkommen, also alle drei Indikatoren, muss man ja immer auseinanderhalten. Wenn man von Ungleichheit redet, muss man ja wissen, wovon man redet. Redet man von Gehaltseinkommen, redet man von allen Einkommensarten oder redet man von der Ungleichheit von Vermögen? Ist aber auch wiederum egal, wenn sich sozusagen in allen drei Indikatoren die Ungleichheiten in den letzten Jahrzehnten dramatisch auseinandergehen. Die Gründe dafür sind natürlich mannigfaltig, sind aber in Wirklichkeit auch eine Folge von sich reduzierenden Chancen aller Wirtschaftssubjekte sind das sozusagen, seien das jetzt Unternehmen, seien das jetzt Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und so weiter und so fort. Mit dem niedrigen Wachstum, mit sozusagen Rationalisierung, mit wachsender Arbeitslosigkeit einher gehen natürlich ein Abwärtsdruck auf niedrige Einkommenssegmente mit der Folge, dass dann natürlich sozusagen es eine wachsende Zahl von Menschen gibt, die von ihrem Einkommen nicht mehr leben können. Und auf der anderen Seite gibt es sozusagen eine wachsende Zahl von Menschen, die sozusagen viel mehr haben, als sie brauchen. Wie sind die überhaupt miteinander verbunden über den Finanzmarkt? Die einen nehmen sich Kredite auf, die anderen verleihen Geld. Aufblähung von Finanzmärkten mit den damit einhergehenden Instabilitäten ist ein weiteres Krisensymptom. Das führt dazu, dass man sich tatsächlich die Frage stellen kann oder dass die Frage im Raum steht, funktioniert die Maschine, dieses System noch so, wie es mal funktioniert hat? Nämlich auf eine Art und Weise, wo man auch sagen kann, es vernichtet die Umwelt, es kolonisiert die Lebenswelten, es beutet Menschen aus und so weiter und so fort. Die einen hält sie arm, die anderen behandelt dieses System rein instrumentell, aber es hat als Maschine funktioniert. Und die Maschine stockt heute wie ein alter Traktor, der
stottert und krächzt. Und man schon weiß, okay, er krächzt und stottert vielleicht noch 2 Kilometer weiter, aber in 2 Kilometer ist möglicherweise Schluss. Und das spüren, glaube ich, auch sehr viele Menschen. Ich glaube sozusagen, vieles des politischen Verdrusses und des Zorns und der Wut und des Stresses und der schlechten Stimmung, die in unsere Gesellschaft Einzug hält, hat durch 2 Gründe. Der eine Grund ist, dass die Menschen das Gefühl haben, ja, die ökonomischen Gefahren für mich selbst werden von Jahr zu Jahr größer. Und das zweite Gefühl, was die Menschen haben, ist, die Maschine ist kaputt und die Eliten haben keinen Plan, wie man es reparieren kann. Das spüren die Leute, das merkt man ja auch sozusagen bei jedem Politiker, der in die Kamera redet und irgendein Geschwätz absondert, um zu vermeiden, dass er sagt, dass er eigentlich keine Ahnung hat, wie man dieses Ding wieder zum Laufen kriegt, verstärkt ja diesen Eindruck der Menschen. All das, was ich jetzt sage, habe ich mir weder ausgedacht, noch ist es sozusagen eine besonders versimpelte linksradikale sozusagen Zusammenbruchstheorie, sondern stützt sich im Wesentlichen auf Untersuchungen verschiedener Ökonomen und Wortmeldungen verschiedener Ökonomen, die durchaus auch mittlerweile im Mainstream der Ökonomie, der Wirtschaftswissenschaften angesetzt sind. Ja, ich nenne nur ein paar Namen. Robert Brenner, ein amerikanischer Ökonom, tatsächlich einer von der linken Seite, kein Marxist, aber nennen wir ihn mal so Marxistoid, hat vor 20 Jahren, vor 30 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel The Economics of Global Turbulences, wo er genau das vorausgesagt hat, was wir dann im Jahr 2008 de facto als Realität oder in der Realität eingetreten wahrnehmen konnten. Also hat eine gewisse prophetische Gabe, die sich sozusagen schon in der Realität verifiziert hat. Er hat auch das Wort geprägt vom Stationary State? Das fällt mir jetzt nicht. Aber das ist nicht so wichtig. Es gibt andere Ökonomen wie James Galbraith, einen anderen amerikanischen Ökonom, der genau in diese Thematik hineingeschrieben hat, jetzt ein Buch mit dem Titel The End of Normal, wo er eben sagt, sozusagen, wir sind rein aufgrund von Erfahrung, auch innerhalb sozusagen sowohl Bürger als auch Wirtschaftswissenschaft als auch sozusagen Politiker im Grunde im Kopf darauf konditioniert zu sagen, Wirtschaftswachstum von 3% und relative Vollbeschäftigung und jährliches Wachstum des Wohlstands ist die Normalität, und wenn das nicht mehr eintritt, dann ist es das Abnormale, das ist die Krise, das ist die Rezession, das ist was auch immer. Nur diese Vorstellung ist vielleicht falsch, weil die Normalität ist plötzlich nicht mehr die Normalität, sondern die Abnormalität ist die Normalität. Ja? Sozusagen die Stagnation, dass es nicht mehr bergauf geht, dass der ökonomische Stress zunimmt, dass sozusagen die ökonomischen Ressourcen, der Kampf um die ökonomischen Ressourcen deswegen auch härter wird, das ist die neue Normalität und nicht die alte Normalität, dass der Wohlstand wächst und damit der Verteilungsspielraum jedes Jahr irgendwie relativ einfach zu gewerkstelligen ist. Sie kennen sozusagen die Untersuchungen, da brauche ich nichts dazu sagen, von Thomas Piketty über die Tendenzen des dramatischen Wachstums von Ungleichheiten in unseren Gesellschaften, und auch ein deutscher Sozialwissenschaftler wie Wolfgang Streeck, also wirklich kein Ultralinker, der war ja noch in der Hartz-IV-Kommission von Gerhard Schröder, Georg Schröder, an Georg Schröder kann man sich kaum mehr erinnern, ne? In der Hartz-IV-Kommission von Gerhard Schröder, der hat unlängst oder vor einem Jahr oder zwei einen großen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Wird der Kapitalismus enden oder wie wird der Kapitalismus enden? Paul Krugman, amerikanischer Wirtschaftsnobelpreisträger, redet bereits vom Permanent Slump, und Lawrence Summer, der ehemalige amerikanische Finanzminister und Wirtschaftsberater von Bill Clinton, spricht ebenfalls vom Stationary State, also einem Wirtschaftssystem, das stagniert und wo es nicht mehr bergauf geht. Es gibt in dieser ganzen Thematik, und damit komme ich langsam zu meinem letzten Teil, bin ich übrigens auch schon zu lang? Nein, ich glaube, es geht noch, ich habe hier keine Uhr. Ne?
Eine Frage nämlich, welche Bedeutung Technologie in diesem Zusammenhang hat. Ein bedeutender amerikanischer Ökonom namens Robert Gordon hat vor drei, vier Jahren ein wichtiges Paper geschrieben, das großen Einfluss für die amerikanische ökonomische Debatte hatte, mit dem Titel "Ist das US-Wirtschaftswachstum zu Ende?" Und sagt, dass die Wachstumsimpulse durch Innovation und Produktivitätsfortschritte an ihr Ende gekommen sind. Das widerspricht ein bisschen unserer Anecdotical Evidence, also sozusagen dem, was wir jeden Tag beobachten, wenn wir das Gefühl haben, es wird dauernd was Neues erfunden. Ja? Alle Jahre ein neues Handy mit einem neuen Betriebssystem, und das kann noch viel mehr. Gordon stellt die durchaus begründete Behauptung auf, dass das ein bisschen täuscht, dass die Produktivitätsfortschritte durch Innovation heute natürlich sehr viel geringer sind, als sie früher sind, weil insbesondere die Computertechnologie und die Fortschritte in der Arbeitsproduktivität, die dadurch zu erzielen waren, hat man im Ende des 20. Jahrhunderts schon erzielt gehabt, und seither wird das Ganze allenfalls bedienerfreundlicher und lustiger. Ja? Also mehr in Richtung Entertainment. Sie wissen sozusagen, das Handy ist lustiger zu bedienen, als Windows 98 war, aber der Beitrag von Windows 98 zu Windows 10 zur Produktivitätsentwicklung ist in Wirklichkeit null, weil es einfach nur lustiger und bequemer. Ja? Da kann man natürlich, und er bringt es sozusagen durchaus auch an anderen plastischen Beispielen, nämlich diese rasante Entwicklung der Produktivkräfte, aber auch überhaupt aller Technologien, die der Kapitalismus uns ja beschert hat. Ja? Das ist ja großartig, dieser Kapitalismus in der Geschichte gewesen. Also Sie kennen ja alle das Kommunistische Manifest von Marx. Oder wenn Sie es nicht kennen, denken Sie sich wahrscheinlich, im Kommunistischen Manifest hat der Marx sozusagen voll gegen den Kapitalismus geredet. Na, die eine Hälfte vom Kommunistischen Manifest ist, dass er ihn bewundert und sagt, wie toll hat er die Menschheit in den Fortschritt gerissen. Nur irgendwann mal ist halt Schluss damit. Ja? Und das kann man natürlich an einigen Beispielen ganz klar sagen. Also es ist ja natürlich wunderbar, sozusagen im Jahr 1850, das ist sozusagen so das Beispiel, das Gordon bringt, im Jahr 1850 hat sich die Menschheit allenfalls mit 10 km/h vorwärts bewegt. Ja? Eselskarren, ja? Wenn du das gehabt hast, dass du dann Eselskarren gehabt oder Pferdefuhrwerk. Ja? 10 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. 100 Jahre später oder 120 Jahre später, 110 Jahre später hat es die Boeing 747 gegeben, 900 km/h. Ja? Von 10 km/h auf 900 km/h in 100 Jahren. Ja? Und was hat sich dann seit der Boeing 747? Na, nicht so wahnsinnig viel. Ja? Also in Wirklichkeit fliegen die Flugzeuge langsamer, weil das Kerosin jetzt teuer ist. Ja? Und sie Sprit sparen müssen. Aber selbst wenn man dann noch einen Fortschritt erzielen könnte, wäre es halt nur mal ein Sprung um 100 km/h meinetwegen nach vorne. Ja? Das macht aber jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Ja? Und so ähnlich ist es natürlich auch mit der Technologieentwicklung. Ja? Der Sprung von der Manufaktur oder vom Handpflug, den die Bauern über ihre Felder gezogen hat, zur durchtechnisierten fordistischen Fabrik, ist ein wahnsinniger, wohingegen selbst der durchaus bedeutende Innovation zur robotisierten Fabrik verglichen mit dem Fordismus ja natürlich nur mal ein kleiner Produktivitätsfortschritt ist. Jetzt kann man natürlich sagen, dass Robert Gordon nicht so recht liegen kann, wenn doch wir dauernd sagen, dass wir in den nächsten 15, 20 Jahren Innovationen und technologische Revolutionen, Industrie 4.0, die total robotisierte Fabrik und so weiter haben werden. Das sind ja immense Produktivitätsfortschritte. Nur, und das wäre sozusagen eine Variation dieses Technologiearguments, und damit schaue ich schon über den Kapitalismus hinaus, dass sich diese Revolutionen natürlich nicht mehr wahnsinnig gut in dieses kapitalistische System hineinbauen lassen. Ja? Bisher war technologischer Fortschritt und ökonomische Entwicklung immer so, dass er sozusagen Jobs in schlechten Branchen, nehmen wir es mal so, schlechten Branchen, rückgebliebenen Branchen, in Branchen, wo man schlecht verdient hat, ausgerottet hat und dafür
Jobs geschaffen hat in Branchen, wo die Menschen gut verdient haben. Ja? Also vom Landarbeiter zum Automobilarbeiter, was natürlich dann auch systemische Folgen hatte. Die Leute haben mehr verdient, sie haben sich mehr leisten können. Es gab damit einen Beitrag zur Steigerung der Nachfrage, die bedeutend ist für den Konsumkapitalismus. Heute sind wir das erste Mal in einer Situation, wo durch technologische Innovation und durch eine technologische Revolution Jobs in jenen Branchen und jenen Segmenten der Ökonomie oder Sektoren der Ökonomie, muss man eigentlich sagen, in denen bisher am besten verdient wurde, ausgerottet worden ist und allenfalls Jobs in anderen Sektoren entstehen, wo man schlechter verdient. Ja, also sozusagen ganz grob gesprochen aus der Industrie, wo die Leute wirklich gut verdienen, ja. Deutscher Automobilarbeiter kann leicht 5.000 Euro brutto verdienen, vielleicht sogar 6. Ja. Diese Jobs verschwinden und sie entstehen in den persönlichen Dienstleistungen, im Service-Sektor und so weiter, wo die Leute mit 1.700 rausgehen. Ja, das verändert nicht nur die Zukunftschancen der Arbeitnehmer individuell, sondern natürlich auch in Wirklichkeit die Nachfrageentwicklung in einer gesamten Gesellschaft und löst wiederum Druck auf alle aus. Ja, also es gibt Forscher des amerikanischen Instituts vom Massachusetts Institute of Technology, Eric Bjørnjolfsson und noch einer, die ein Buch geschrieben haben oder mehrere Studien. Ein Buch heißt The Race Against the Machine und der Fluchtpunkt dieses Titels ist, dass die Menschen den Wettlauf gegen die Maschine verlieren. Dass die Menschen den Wettlauf gegen die Maschine verlieren. Und Bjørnjolfsson spricht von der großen Abkoppelung, die heißt aus seiner Sicht, sozusagen, wenn man die verschiedenen Kurven übereinander legt, haben Wirtschaftswachstum, Produktivitätszuwachs und Beschäftigungszuwachs in der gesamten Geschichte des Kapitalismus quasi parallele Linien gebildet und seit ca. 15, 20 Jahren gibt es die große Abkoppelung der Beschäftigungszuwachslinie. Das heißt, die Menschen es entstehen weniger Jobs, damit entsteht mehr Stress am Arbeitsmarkt, mehr Unsicherheit, mehr Prekarität, niedrigere Einkommen, mehr Druck auf Löhne nach unten und alle negativen Abwärtsspiralen, die daraus folgen. Jetzt gibt es, wenn das die Indizien nur einigermaßen stimmen, die ich oder plausibel sind, die ich hier aufgezeichnet habe, in Wirklichkeit drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, also wenn die stimmen, kann ja sein, dass falsch ist. Ich will keine Zusammenbruchstheorie aufstellen, schon alleine deswegen, weil die haben schon viele aufgestellt. Es gibt schon viele Menschen, die gesagt haben, der Kapitalismus wird sterben. Und was ist passiert? Diese Menschen sind gestorben und der Kapitalismus lebt weiter. Ja? Also man muss da auch vorsichtig sein. Ja? Nur es gibt eine gewisse Plausibilität, glaube ich, dass diese Indizien stimmen. Und wenn das so ist, dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder es macht einmal einen großen Knall, so wie 2008, nur ohne staatliche Rettung und das Ding macht einen großen Knall und wir sitzen in den rauchenden Ruinen, der Kapitalismus ist weg, aber wir sind auch nicht glücklich. Ja? Das wäre kein Spaß. Zweitens, das, was wir eh schon jetzt haben, fortschreitend, langsamen Niedergangs, jedes Jahr mehr Stress, mehr Verdruss, was weiß ich, politische Verwerfungen und so weiter. Und die dritte und hübscheste Version wäre natürlich eine Form von gesellschaftlicher Transformation. Gesellschaftlicher Transformation in dieser Art, wie wir sie vielleicht heute schon in Elementen gehört haben. Und da würde ich jetzt noch gern ein paar Minuten mir anschauen oder mit Ihnen anschauen wollen, weil ich eben ja der Meinung bin, diese Tendenzen einer solchen Transformation müssen wir schon in der jetzigen Gesellschaft erkennen, wenn auch nur als Nukleus, wenn auch nur als Baby. Ja? Weil es ja keinen Sinn hat, es uns auszumalen und zu sagen, es wäre schön, wenn es so wäre. Ja? Schön wäre bald was. Ja, aber wie kommt man zu dem, was schön ist? Am besten, indem man die Keim des Schönen schon hier in der Gegenwart entdecken. Diese Pfade der Transformation, die wir erkennen können, glaube ich, sind mehrerlei. Und das sehen wir schon in unseren Gesellschaften und auch in anderen. Ja? Wir haben so eine falsche Vorstellung. Wir schauen auch falsch, glaube ich, von unseren Gesellschaften. Wir haben immer das Gefühl, alle Menschen sind vom Kapitalismus irgendwie infiziert und rennen nur rum wie die im Hamsterrad, wie die Maschinen und wie die oder wie sozusagen die Zombies, die ökonomischen. Die glauben, jeder ist ein wie heißt das in der Ökonomie, dieser Mensch, der Homo economicus. Ja?
Jeder ist nur in seinem eigenen Eigennutzen interessiert und jeder rennt nur zu seinem Vorteil. Ja? Das ist mit dem Homo economicus schon ein bisschen wie mit dem Yeti. Ja? Alle reden von ihm, nur keiner ist ihm noch begegnet in der freien Wildbahn. Auch wenn es ein paar gibt, ja, die dem Bild vielleicht nahe kommen. Ja? Das heißt, wir sehen doch auch in unserer Gesellschaft, dass es ganz viele Menschen gibt, die ja ganz anders agieren, ja? Die sich sozusagen in der solidarischen Ökonomie engagieren, die sozusagen irgendwelche Kooperativen gründen, die irgendetwas tun, weil es ihnen Spaß macht oder weil sie gern mit Menschen, die das Gleiche, für das Gleiche brennen, etwas tun wollen. Natürlich, die Miete muss reinkommen, aber sie entscheiden sich dann, ja, ich mache das, bringt mir 2.000 Euro und ich verzichte auf die 4.000, die ich vielleicht dazu bekäme, wenn ich irgendwie so einen Superjob hätte, der mir 6.000 brächte. Und noch viel mehr sieht man so etwas natürlich in den Krisenländern. Also ich war viel in Griechenland und Spanien in den letzten Jahren. Und da sprießen Kooperativen nur so aus dem Boden. Ja? Und zwar zum Teil aus der Not geboren, logischerweise. Ja? Aus der Not geboren, sozusagen, bevor ich arbeitslos bin, mache ich auch Kooperative für ökologische Landwirtschaft auf dem Acker der Oma. Und bevor ich verhungere, gründen in der Stadt ein paar andere Dutzend Leute eine Verkaufskonsum-Kooperative Genossenschaft und man tut sie, die beiden Genossenschaften tun sie zusammen und die Verkaufsgenossenschaft in der Stadt verkauft die landwirtschaftlichen Produkte aus der Umgebung. Ja? Und ist nicht viel, ist vielleicht, man kann auch sagen, ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber 200 Leute haben einen Job, die sonst keinen Job hätten und ein Einkommen, die ihnen das Leben, das Leben sichert. Dadurch entsteht an ganz vielen Stellen so etwas wie eine Mitmachökonomie. Und was wir auch, glaube ich, falsch sehen oft ist, dass die ganze Sphäre, nennen wir es mal so die Innovationssphäre der Startups, zu einem erheblichen Teil doch Teil dieses Spiels ist. Ja? Es wird schon ein paar Startup-Gründer geben, die denken, es interessiert mich zwar die App nicht, die ich da jetzt erfinde, aber was mich am meisten interessiert, dass ich in meiner Garage auch so reich werde wie Bill Gates. Ja? Ein paar wird es geben, aber die allermeisten sind ja Menschen, die eine super Idee haben, finden, dass diese Idee super ist und finden es schön, dass sie mit Menschen gemeinsam etwas verwirklichen können, wo sie Spaß dran haben und nicht eingepfercht sind in eine große Firmenhierarchie, wo sie tun können, was sie wollen. Ihre Einkommensaussichten sind vielleicht gering, aber das macht ihnen nichts, weil sie haben Spaß im Leben. Und gerade wenn man sich das in Ländern wie Griechenland und Spanien anschaut, wo es dann ganz viele so Übergänge gibt zwischen der solidarischen Ökonomie, dem Genossenschaftswesen, den Leuten, die einfach gratis Solidarkliniken entwickeln und den Leuten, die sozusagen in irgendwelchen Technologie-Hubs, Startups entwickeln, das ist eine Szene und die ist nicht gering. Die ist nicht gering. Also sozusagen, ohne diese Szene ohne dieses Sektors und wachsenden Sektors hätten die Krisenstaaten wie Griechenland, wie Spanien in den letzten, also die Menschen in diesen Ländern nicht so überleben können, wie sie jetzt überlebt haben. Ja? Weil sozusagen, wie Sie schon richtig gesagt haben, ja? Also da fängt dann das Wünschen an, aber das realistische Wünschen, man ja dazu übergehen, genau diese Sphären zu stärken, die zu hätscheln, weil die unsere Zukunft sind. In einer Krise, wenn sie ausbricht, wenn BIP minus 3 in einem Jahr ist, dann werden die Regierungen immer nervös und sagen, wir müssen ein Konjunkturprogramm machen. Was macht man? Man macht eine Verschrottungsprämie für die Autos, damit die Leute mehr Autos kaufen und die Autoindustrie. Also man tut dann Milliarden in die alten Industrien pumpen. Ja, man könnte die gleichen Milliarden vielleicht an die anderen Sektoren pumpen, ja, in die neu entstehenden Zukunftssektoren des genossenschaftlichen Sektors. Und auch da spielen wiederum technologische Elemente eine Rolle. Ja? Dass diese Sektoren eigentlich die Zukunft sind, Sie haben es schon angedeutet. Ja? Sie haben es schon angedeutet. In einer sozusagen ohnehin auch die kapitalistische Entwicklung, oder Sie haben es genannt, die Entwicklung des flexiblen Kapitalismus, geht in die Richtung, dass dezentrale Strukturen viel, viel besser und effizienter funktionieren als die alten Top-Down-Geschichten. Ja? Und auch das sieht man in Griechenland, aber man sieht es natürlich auch bei uns, ja? Dass immer mehr sozusagen kleine Genossenschaften entstehen, wo die Leute die Energie, also ich sage jetzt mal Strom, ja, sozusagen auf Solardächern, Windrädern und so weiter entwickeln, nicht um viel Geld zu verdienen, ja, sondern
Wenn ich Strom brauche, habe ich Strom. Wenn ich mehr habe, speise ich es ein ins Netz und das kriegt der andere. Und wenn ich weniger produziere, gerade als ich selber brauche, ziehe ich mir etwas aus dem Netz. Ja, das passiert heute schon, übrigens ja auch bei uns, aber nicht im großen Stil. Aber in Griechenland ist es durchaus so, dass sozusagen die von Syriza-Regierung geführte staatliche Energiebehörde genau in solche Richtung geht. Also nicht in Richtung von irgendwelchen großen, megalomanischen Ideen, wie man sie sozusagen manchmal so im Zukunftsoptimismus hat. Wir bauen sozusagen Solarfelder so groß wie Libyen und dann machen wir mit ganz dicken Stromleitungen, damit wir den Strom nach Norwegen bringen. Ja? Das ist sozusagen noch altes Denken, sondern kleine dezentrale Einheiten, die dann dazu führen, dass die Menschen in Wirklichkeit Strom tauschen. Ja? Und das ist natürlich auch eine Tendenz unserer Gesellschaft, die wir in vielen Bereichen schon sehen. Ja? Also jetzt gar nicht sozusagen so beim Strom, aber nehmen wir nur sozusagen die Verwandlung der Informationstechnologie. In Wirklichkeit haben Sie heute gratis den Zugang zu jeder Information, die Sie haben wollen. Klar, es gibt ein paar Enzyklopädie, Britannica, die ist wahrscheinlich hinter einer Paywall, weiß ich nicht genau. Ja? Aber dann gehen Sie halt zu Wikipedia. Ja? Und wenn Sie Financial Times ist hinter einer Paywall, na, geht man halt zur, schaut man halt Spiegel Online. Ja? Also sozusagen, man kriegt alles Wissen dieser Welt auf einem kleinen Gadget, das einige wahrscheinlich eine Milliarde Menschen heute besitzen. Und jederzeit im Hosensack haben, haben Sie jederzeit, an welchem Ort Sie immer sind, Zugang zu jeder Information, die Sie haben wollen. Gratis. Ja? Wenn ich Ihnen das vor 25 Jahren gesagt habe, das war die Zeit, wo es das Fax gegeben hat, hätte man gesagt, das ist utopisch und war vor 25 Jahren utopisch, aber heute ist es für uns alle Realität. Ja? Und in 25 Jahren wird für uns alle Realität sein, dass der Strom genauso gratis kommt, nur nicht aus der Hosensack. Ja? Also das wäre irgendwie ungefährlich. Ja? Aber so. Das heißt, all diese Tendenzen, die wir in der heutigen Gesellschaft schon feststellen können, die wir natürlich extrapolieren können und nicht nur hoffen, dass sie sich entwickeln, sondern wo man natürlich auch politische Kämpfe darum führen kann, dass sie sich, dass sie entwickelt werden, dass sie gehätschelt werden, deuten darauf hin, zum Beispiel, also, oder ich sage das anders, Paul Mason, ein Autor, ein britischer Wirtschaftsautor, hat gerade ein dickes Buch geschrieben, das Postkapitalismus heißt, indem er die These aufstellt, dass wir schon im Postkapitalismus leben, also in dieser Übergangsphase, ohne dass wir es richtig merken. In dieser Übergangsphase, ich sage da jetzt nur mal ein paar Worte, geht es natürlich nicht nur darum, dass man quasi objektiv den gesellschaftlichen Wandel abwartet, ja, der eh passiert und dann hofft, dass der Postkapitalismus daraus entsteht. Man muss schon was dafür tun. Ja, man muss schon was dafür tun. Und das steht in einem starken Zusammenhang, glaube ich, auch mit der Frage der Demokratisierung unserer Gesellschaften. Ja. Weil Demokratisierung und Stärkung der Lebendigkeit der Demokratie auf dezentraler Ebene ist natürlich auch ein Gegengift, wenn man es so ausdrücken mag, gegen Machtkonzentration von starker ökonomischer Macht. Ja, insofern spielt natürlich nicht nur ökonomische Tendenzen, sondern politische Tendenzen und die Entwicklung unseres demokratischen Systems in diesem Zusammenhang eine Rolle. Ich schließe ab. Wie können wir uns eine solche Transformation vorstellen? Das Problem bei uns Linken, ich weiß nicht, vielleicht sind Sie ja auch keine Linken, aber bei den Linken ist es halt so, dass Sie sich aus der Geschichte heraus immer so vorstellen, Sie haben so eine Vorstellung von der Veränderung von Gesellschaftsformationen, nämlich das bis zum Tag X. Ist die eine Gesellschaftsformation, dann kommt ein großer Krach, eine Revolution, eine Umstürzung. Vom Tag Y an ist eine andere Gesellschaftsformation. Das ist so ein bisschen die, sozusagen, wie soll ich sagen, die schlechte Erbe der russischen Revolution in unseren Vorstellungswelten. Ja. In Wirklichkeit sollte man sich viel eher als Matrix im Kopf haben oder als Vorstellung die Idee, wie war das eigentlich, wie der Feudalismus in den Kapitalismus übergangen ist. Es gibt keinen Tag, wo es dann so war. Vorher war Feudalismus und hinterher war Kapitalismus, sondern es war eine 300 Jahre lange Transformation, wo das Ganze miteinander parallel bestanden hat, verschiedenste Lebensformen, verschiedene Arbeitsformen, verschiedene Wirtschaftsformen, ein Hybrid gewissermaßen, der sich sozusagen so wie ein Zahnrad ineinander gegriffen hat und sich immer mehr von dem einen in das andere transformiert hat. Und so eine Art von Transformation, glaube ich, kann man sich vorstellen, die man sich am besten gar nicht ausmalt, sondern meiner Meinung nach so
quasi wach die Realität und die Tendenzen, die sozusagen in der Wirklichkeit selbst stecken, anschaut und versucht, da dann halt ein bisschen zu schubsen und nachzuhelfen. Dankeschön.